War das aufregend. Fräulein Sissi ihre Tierchen gebracht. Diesen komischen kleinen Mistköter verjagt. Hoffentlich. Naja, immer schön auf den Mond achten. Nicht, dass hier bald wieder Vollmond ist. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Denn ich hatte wieder so einen Baum mit Fäden dran entdeckt. Da will ich jetzt hin. Muss ja keiner erfahren. So, hier. So. Sicherheitshalber. So, da oben war ja der Hunter-Boss. Oh, hier ist so ein... Ha, ich bin Hunter, ich darf dich töten. Wo war der Baum nochmal? Der war doch hier eigentlich ganz in der Nähe. Ich glaube, der war bei dem, der essen will, da hinten. Komm, Fräulein Sissi will aus dir Fleisch machen. Und ich brauche das Leder, genau. Hier rennen ja genug Tiere rum. Ah, das da muss ich auch noch abholzen, diesen Baum. Okay. Da war dieser Hund schon wieder. Ich geh ins Licht. Ich geh ins Licht. Oh. Irgendwo war doch hier der Baum. Die Dinger sind doch gar nicht zu übersehen. Och nee, Klappergestelle. Ey, der schmeckt aber gut. Das ist er. Das ist er doch. Warum greift ihr euch gegenseitig an? Seid ihr doof? Oh, Essen? Wow, oh, cool. Da ist er, der große Baum. Genau hier. Wusste ich's doch. Wow!
Ui. Autsch. Kommt mal hier rein. Hier drinnen seid ihr doch langsam. Shit, ich hab nichts, was mich heilt. Mist. Was mache ich jetzt? Shit. Puh. Das sind mir eindeutig zu viele Monster hier gerade. Ich muss mir unbedingt so ein Schild von dem Herrn Dark holen. Blödes Mistvieh. So, jetzt müssten alle Spinnen tot sein. Ja. Fast alle. Mist. Schießt ihr hin? Seid ihr bescheuert? Da. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Das war gut. Diese scheiß Mistvieh. Das und dann wollte ich doch noch irgendwas wegmachen. Ja, die habe ich zu viel. So, aber da haben wir das auch jetzt. Das tat weh. Ich muss mal gucken, wie man diese Rucksäcke herstellt. Vielleicht kriege ich das ja mit der ganzen Tierhaut hin. Apropos Tierhaut. Dich brauche ich nicht mehr. Du bist mir zu kaputt. Kommt die raus. Und wir machen da rein das Zeug. Dann
kann ich die Tierhaut nämlich hier drinnen lassen. Ja, genau. Habe ich noch? Ich habe kein Schwert mehr. Oh. Was ist das denn? Da möchte ich nicht runtergehen. Da ist aber wieder so ein Käfig. Gibt's hier noch mehr von diesem Zeug? Ach, da rennt das Fräulein Sissy rum. Hallo. Ich hätte ihn auch das Tor aufgemacht. Passt schon. Gibt's was Neues? Ja, ich weiß jetzt so viel, dass diese verdammten Werwölfe definitiv nicht freundlich sind. Der eine hat mich vorhin getötet. Oh. Aber ich war unterwegs noch ein bisschen jagen und... Ich glaube, sie können damit mehr anfangen als ich. Ja, an sich schon, aber ich habe keinen Lagerplatz mehr. Ich verkaufe Kisten mittlerweile. Aber ich würde Ihnen, wenn Sie mir ein paar von Ihren, wie heißen die, Cherry Smoothies geben, Ihnen sogar zwei Kisten schenken und ich habe bei mir nämlich noch ganz viel rohes Fleisch. Ui, gerne. Da brauche ich nur eine Schaufel, die ich nicht habe. Hier, ich habe noch welche. Oh. Ja, ich muss vorhin ganz viel Erde schaufeln. Ich brauche dafür. Ja, der ist ja ganz in der Nähe. Ja. Gehen Sie den Schnee holen und ich hole die Kiste und das ganze Fleisch. Weil ich muss mich erstmal leer machen, ich bin überladen. Okay. Ja, okay, bis gleich. Da bin ich wieder. Dankeschön. Ich denke mal, mit den Pflanzen hier werden sie bestimmt was anfangen können. Das sind die, die bei mir am Haus immer gewachsen sind. Ich habe die mal samt Wurzel rausgerissen. Ja. Okay. Sie haben bestimmt mehr Verwendung dafür mit den ganzen Früchten. Mit Sicherheit. Achso, das auch noch so. Waren Sie eigentlich schon beim alten Seth und haben sich so einen Rucksack geholt? Mittlerweile braucht er wieder welche, aber ich habe die Blumen für den noch nicht zusammen. Hier, die hatte ich noch in meinen Kisten. Oh, danke schön. Dann werde ich das wohl nachher machen. In der Kiste liegt schon mal ein bisschen was. Oh. Soll, glaube ich, erstmal reichen. Ja. Ansonsten, falls Sie jemanden brauchen, der Ihr Essen probiert, der Herr Ramon hat an meinem Haus eine Kiste mit einem Schild dran, da können Sie gern das Essen reinschmeißen. Ich bewerte das dann gern. Okay. Schönen Abend noch. Ach so, haben Sie das Schild an der schwarzen Wand schon gelesen mit dem bei Vollmond, dass da niemand mehr rausgehen darf? Ja, habe ich gelesen. Okay, dann, ja. Und wegen dem Loch, was hier ist, da habe ich auch schon was ausgeschrieben. Mal gucken, ob sich der Schuldige meldet. Weil bei mir war auch etwas kaputt. Und Sie haben ja noch richtig Glück gehabt mit Ihren Kisten. Das stand da, glaube ich, schon bevor ich die Kisten hingestellt habe. Ach so? Ich denke. Ja. Ich werde mich jetzt erstmal um die Monster kümmern und Ihnen noch einen schönen Abend. Oh, hier bei Fräulein Sissy sind ja gleich zwei von den Viechern.
Der war ja gleich tot. So, ich werde mich jetzt aber erstmal hinlegen gehen. Und ihr kümmert euch um die Monster, los.